Hallo und herzlich willkommen zum ADAC, die Simulation 2014. Hier ist wieder euer Caminero. Ich möchte mit euch heute die Simulation mal anspielen und ja, bin dann natürlich auf eure Kommentare gespannt, wie ihr das Spiel so findet. Und jetzt halten wir uns nicht länger auf, ich starte das Spiel und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, ich werde jetzt als erstes mal ein neues Spiel starten. So, Einsatzansicht. In dieser Ansicht musst du den Wagen des Kunden untersuchen und das Problem ausfindig machen. Du erhältst eine kurze Lagebeschreibung von der Zentrale, aber auch ein Gespräch mit dem Kunden. Kann weitere Hinweise liefern. Versuche das Problem zu beheben, andersfalls musst du einen Abschleppwagen kommen lassen, der das Auto in die Werkstatt bringt. Manchmal hat das Auto zusätzlich zum Hauptschaden weitere kleine Probleme. Okay, das werden wir jetzt einfach mal machen. So, hier sehen wir schon das defekte Fahrzeug. Ich werde jetzt einfach mal hier die Motorhaube öffnen, dann schauen wir einfach mal nach, was hier so alles ist. Ich teste jetzt einfach mal die Batterie, weil es kann ja sein, dass die Batterie leer ist. Die testen wir mal. Okay, die ist zu 99% noch voll. Die Bremsflüssigkeit überprüfen. Da passt auch alles noch. Den Keilriemen tun wir mal überprüfen. Da passt auch noch alles. Das Kühlwasser, das scheint mir auch noch voll zu sein. Und die Zündspule, Entschuldigung. Okay, das passt auch. Jetzt schaue ich mal, ob der Kühler in Ordnung ist. Also der Kühler scheint in Ordnung. Also hier im Motorraum müsste normalerweise alles funktionieren. Jetzt schaue ich mal nach, ob der Kollege überhaupt aufgetankt hat. Vielleicht fällt ihm ja Benzin. Ha, da haben wir schon das Problem. Er kann nicht weiterfahren, weil er kein Benzin mehr hat. Das füllen wir jetzt einfach mal nach. So, dann müsste normalerweise das Auto auch wieder anspringen. Einsatz erfolgreich. Ausgezeichnet. Herzlich willkommen. Da dies dein erster Tag als Bezirksleiter für den Allgemeinen Deutschen Automobilclub ist, möchten wir diesen Moment nutzen, um dir eine erfolgreiche Karriere zu wünschen. Wir sind uns sicher, dass du es als Manager weit bringen wirst. Vielleicht wirst du eines Tages sogar die Einsätze im ganzen Land koordinieren. Deine Verantwortlichkeiten beinhalten die Überwachung des Gebietes unter deiner Kontrolle nach Kraftfahrern, die Hilfe benötigen, und den zeitigen Einsatz der gelben Engel in solch einem Fall. Zunächst bist du nur für einen Bezirk verantwortlich, aber der ADAC ist ein sehr dankbarer Arbeitgeber. Wenn du deine Aufgabe verantwortungsvoll erledigst, wirst du mit der Zeit die Kontrolle über andere anspruchsvolle Regionen übernehmen können. Okay. So, jetzt sind wir hier am Schreibtisch des Managers. Hier können wir unsere Einsätze sehen. Die Einsätze werden nach und nach freigeschaltet. Es kommt darauf an, wie viel Leute beim ADAC angemeldet sind. Wenn wir hier zum Beispiel bei Antrittsproblemen gehen, da brauche ich 450 Leute, die wo beim ADAC sind. Ich habe aber leider im Moment nur 300. Und das geht weiter so. Also man braucht immer mehr Leute, die wo beim ADAC sind, um überhaupt die Kampagnen freizuschalten. So, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter bei Verwaltung. In dieser Ansicht kannst du deine ADAC-Zentrale erweitern, deinen Fuhrpark verwalten und dein Personal weiterbilden. Gehe zunächst zur Garage und kauf dort deine ersten Fahrzeuge. Dann kannst du zur Kontrollübersicht gehen und dort aus Stützpunkten Fahrzeuge zuweisen und diese zu einsetzen schicken.
Also bei den bei der Kontrollübersicht, da kann ich dann muss ich dann die Fahrzeuge zuordnen, damit ich mehr Kunden für den ADAC zusammenbringe, damit ich dann mehr Aufträge bekomme. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Als erstes mal in den Fuhrpark gehen. Da haben wir im Moment noch kein Fahrzeug. Da kaufen wir uns jetzt einfach mal eins. Und dann gehen wir auch schon wieder raus. Hier das Besucherzentrum. Über das Besucherzentrum kannst du die Homepage und den Internetshop des echten ADAC besuchen. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. So, wir suchen uns jetzt mal eine Region aus. Es ist im Moment nur die östliche Region freigeschalten. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Zunächst kontrollierst du nur einen einzelnen Bezirksstützpunkt. Weise die gekauften Fahrzeuge dieses Stützpunkts zu, damit du sie losschicken kannst, sobald sie benötigt werden. Wenn die Zahl der ADAC-Mitglieder in dieser Region steigt, kannst du die Kontrolle über andere Stützpunkte in anderen Bezirken und letzten Endes auch in anderen Regionen übernehmen. Okay. So, dann weisen wir einfach mal einen zu. Gut, den haben wir jetzt. Dann schicken wir den gleich mal raus hier. Halt es. Okay. Jetzt müsste es gehen. Sind wir ein bisschen spät dran. Oh, da ist schon der nächste Kunde wieder. Na, beeil dich, komm. Also das läuft alles auf Zeit. Umso mehr Kunden man betreut, umso mehr Punkte bekommt man dann auch. Es wird jetzt knapp, die Sache hier. Fahren wir gleich zur nächsten. Natürlich muss ich mein Fahrzeug auch wieder auftanken und neue Sachen rein tun in mein Fahrzeug. Das seht ihr hier, den Balken. Okay, gleich zum nächsten. Den unten nehmen wir jetzt auch noch mit, weil, okay, mein Balken ist zwar ziemlich knapp jetzt schon langsam, nur noch bei der Hälfte, aber das untere Fahrzeug nehmen wir jetzt auch noch schnell mit. Na komm, fahr zu. Ah, der nächste Kunde ist auch schon nebenan, wunderbar. Machen wir das gleich alles in einem Aufwasch. Gut, bevor ich zum nächsten Kunden muss, muss ich erstmal mein Fahrzeug wieder auffrischen. Na komm, fahr zu. Okay. Also der Simulator ist ziemlich einfach gehalten, wie ihr hier sehen könnt, hier kann man sich die Punkte sammeln, dann kriegt man größere Aufträge, wo man dann die Fahrzeuge überprüfen kann. Das ist eigentlich simpel gehalten, es kommt natürlich dann noch mehr dazu, man hat dann Abschleppwagen auch noch und oh, der ist ganz am anderen Ende, das ist natürlich nicht so gut. Weil wie ihr hier sehen könnt, das Rote, wo verschwindet, das ist die Zeit. Wenn die verschwunden ist, dann bin ich zu spät dran. Dann gibt es auch Punkteabzüge. Na komm, gib Gas. Das wird jetzt knapp werden.
Mein Fahrzeug ist auch schon wieder halb leer. Ich versuche jetzt den noch mitzunehmen. Ich hoffe, ich hab's. Kann das von der Zeit noch mitmachen. Okay, die Zeit ist abgelaufen. So, Monatsende. Also, einen Kunden konnte ich leider nicht bearbeiten. Gute Arbeit. Schauen wir mal nach. Antriebsprobleme? Da brauche ich 700 Mitglieder. Ich habe leider im Moment wahrscheinlich nur, muss ich mal nachschauen, wie viel habe ich? 547. Also muss ich nochmal das hier machen, damit ich dann irgendwann mal die Mitglieder von 700 zusammenbekomme. Jetzt warten wir mal, bis der erste Auftrag reinkommt. Da ist er schon. Es wäre natürlich einfacher, wenn ich mehr Fahrzeuge im Moment habe, aber mir steht leider im Moment nur eins zur Verfügung. Na komm, gib Stoff. Also ich spiele das Spiel eigentlich nur mit Maus, mehr brauche ich gar nicht. Tastatur wird auch nicht benötigt zum Spiel. Ja, okay, mein Fahrzeug ist jetzt noch halb voll. Ja, könnte knapp werden alles. Ich hoffe, dass mal ein bisschen was näher an meine Werkstatt rankommt. Die Scheibenwischer funktionieren nicht bei dem Kollegen, okay. Was ist bei dem? Halt. Okay, jetzt der nächste Kunde ist ganz gut, weil jetzt kann ich noch mal kurz zur Werkstatt nämlich vorbeischauen, damit ich meinen Wagen wieder beladen kann und betanken. Also im Moment habe ich 547 Leute, die wo bei mir angemeldet sind beim ADAC. Ich brauche aber 700. Das Auto stößt schwarzen Rauch raus. Ja. Das Auto gibt ein lautes Schleifgeräusch von sich. Das können entweder die Bremsen sein oder vielleicht, ja, der Keilriemen. Aber ich denke eher mal, dass das die Bremsen sind. Man muss hier immer warten, bis das alles grün ist, damit der Auftrag beendet ist. So, jetzt fahre ich schnell, weil wir eh schon hier sind. Genau, und gleich wieder weiter.
Okay, leider wahrscheinlich auch nur gute Arbeit. Ah, ausgezeichnet. So, jetzt kann ich meinen Einsatz tätigen, weil ich habe 867 Mitglieder. Da können wir jetzt das mit den Anpritzproblemen machen. Gut, jetzt sind wir hier am Parkplatz. Dann schauen wir uns mal das Auto an hier. So, ich überprüfe als erstes mal die Batterie, ob die voll ist. Ha, die Batterie. Gleich das erste war's. Das war jetzt Zufall. So, die laden wir gleich mal auf. Und der Auftrag ist erledigt. Ah, das war jetzt Glück. So, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir kurz bei meinem Gameplay zuzuschauen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich wie immer sehr, sehr gerne schreiben. Ihr könnt mich auch sehr gerne auf meinen YouTube-Kanal abonnieren, würde ich mich auch sehr freuen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Gameplay wieder, euer Caminero. Ciao Leute. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.